Hallo Robin, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne. Wir haben ganz besondere Nachrichten. Du hast deinen Vertrag verlängert bis 2022. Jawohl. Wie ist deine Meinung zu dieser Verlängerung? Ein Jahr zu kurz, ein Jahr zu lang oder alles in Ordnung? Ja, ich denke, wir sind auf jeden Fall zufrieden. Ich glaube, sowohl von Vereinsseite als auch ich, sonst hätte ich den Vertrag hier nicht verlängert. Ich glaube, wir haben große Ziele in den nächsten Jahren und da bin ich sehr gerne ein Teil von auf dem Weg dahin, die zu erreichen. Und von daher bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden, dass ich jetzt hier verlängert habe. Waren die Verhandlungen schwierig oder ging das relativ zügig? Ja, ich glaube, Verhandlungen sind ja immer so ein bisschen, die eine Seite gibt was an, die andere Seite gibt was an und man versucht sich irgendwo zu einigen. Das ist nicht immer ganz einfach, das ist denke ich auch klar. Aber grundsätzlich bin ich schon so in die Verhandlungen gegangen, dass ich gesagt habe, Fell ist mein erster Ansprechpartner und wenn ich mich hier nicht wohlfühlen würde, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nicht seit 2008 hier im Verein. Von daher hat es am Ende ganz gut geklappt, denke ich. Okay. In den sozialen Netzwerken und auch auf diversen Internetseiten konnte man lesen, der Verein ist an dir interessiert, jener Verein ist an dir interessiert. Hat das Einfluss auf deine Verlängerung? Hast du vorher vielleicht doch ein bisschen abgewartet und geguckt, wer klopft an, was ergibt sich für eine Möglichkeit, oder war das eher das Thema, du weißt, was du an Fair hast? Ja, ich glaube, gerade in den letzten Wochen habe ich mich schon extrem auf Fair konzentriert. Wir haben wöchentlich Spiele gehabt, teilweise in der Woche noch die Pokalspiele und da blieb dann auch nicht so viel Zeit, um sich jetzt mit vielen anderen Dingen zu beschäftigen. Dafür hat man nun mal einen Berater, der sich dann eben damit beschäftigt. Grundlegend ist es aber so gewesen, dass ich Fair als ersten Ansprechpartner hatte und wir da die Verhandlungen dann eben geführt haben und die jetzt ja zu einem, glaube ich, sehr guten Ende gekommen. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, oder? Nein, ich denke jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren hat sich hier nochmal richtig was entwickelt. Ich glaube, in dieser Saison haben wir es geschafft, dass man auch deutschlandweit so ein bisschen mehr auf den SCFL guckt, durch die DFB-Pokalspiele, aber auch, denke ich, durch unsere Leistungen, die wir bisher in der Saison vollbracht haben. Und den Weg wollen wir eben weitergehen und wollen zusehen, dass wir jetzt auch in den kommenden Spielen Punkte holen und möglichst die Position, die wir jetzt momentan haben, da oben verteidigen und das Bestmögliche aus der Saison machen und dann schauen, was wir in der nächsten Saison für Ziele haben. Gibt es vor der Saison bei einem Torhüter Vorgaben, die man sich selber macht? Ich möchte 10x0 spielen, ich möchte 4 Elfmeter halten. Man kennt diese Geschichten ja immer von Stürmern, die sich irgendwo ein Ziel setzen und sagen, ich möchte 10 Buden knipsen, 20 Buden machen. Und 6 auflegen, gibt es für Torhüter auch solche? Also macht ein Torhüter sich solche Gedanken im Vorfeld einer Saison? Also ich glaube, im Vorfeld einer Saison eher weniger. Ich bin so, dass ich in jedes Spiel gehe und erstmal das Spiel gewinnen möchte, aber dann als Torwart eben auch mit dem i-Tüpfelchen, dass man eben zu Null spielt. Ich glaube, das hat in der Saison schon einige Male ganz gut geklappt. Nicht immer, aber wenn wir immer zu Null spielen würden, dann, hätten wir, glaube ich, noch ein paar Punkte mehr als jetzt. Von daher gehe ich in die Spiele rein und versuche natürlich, mich so gut es geht auf den Gegner vorzubereiten und mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen und eben auch möglichst hinten die Null stehen zu haben. Eine abschließende Frage. Man sagt Torhütern nach, dass sie ein bisschen bekloppt sind und ein bisschen verrückt sind und ein bisschen crazy sind. Wir kennen uns ja jetzt auch ein paar Tage. Also du bist halt sehr ehrgeizig, aber du bist alles andere als verrückt. So habe ich dich zumindest kennengelernt. Also passt dieses Zitat bzw. diese Annahme, dass Goalies bekloppt sein müssen? Erstmal danke fürs Kompliment. Gerne. Nein, ich glaube, als Torwart ist es sportartenunabhängig. Da ist man so ein bisschen bekloppt auf jeden Fall. Man wirft sich in Bälle rein, man lässt sich anschießen, abschießen, wie auch immer. Trotzdem gibt es sicherlich den einen oder anderen Torwartkollegen, der vielleicht noch ein bisschen bekloppter ist als ich. Ich denke, ich zeige das nicht so nach außen. Von daher ein bisschen bekloppt vielleicht schon, aber jetzt auch nicht übertrieben. Wir haben ja festgestellt, dass du auf deinen Social-Media-Kanälen vor einem Spieltag immer 2 Handschuhe präsentierst und deine Follower können sicherlich abstimmen und stimmen auch sicherlich ab. Das Endergebnis deiner Befragung der Fans, nimmst du dann auch immer den Handschuh, der die meisten Stimmen bekommen hat? Die Frage habe ich tatsächlich schon des Öfteren jetzt gestellt bekommen. Das ist tatsächlich so, ja. Ich mache das allerdings eher so ein bisschen auch aus Aberglaube, weil ich zu Anfang der Saison damit angefangen habe und wir da einen ziemlichen Lauf hatten, beziehungsweise den wir eigentlich auch immer noch haben. Wir haben nur ein Spiel verloren und seitdem habe ich immer den Handschuh genommen, für den dann eben am meisten gewotet wurde und deswegen setze ich das Ganze jetzt auch immer weiter fort. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh darüber, den Vertrag hier verlängert zu haben und hoffe, dass wir
sowohl in dieser Saison als auch in den nächsten beiden Spielzeiten unsere Ziele erreichen können. Und ja, bin froh, mich da einbringen zu können.